und sitze in der sogenannten VIP-Lounge. Und viele, viele Prominente, natürlich CC Catch ist da, dann Frank Farian ist da und natürlich auch Frau Minister Süßmuth, die hier vor mir sitzt. Frau Minister, darf ich Sie auch kurz begrüßen? So, guten Abend. So. Deutscher Schlager war in Formel 1 natürlich auch vertreten. Frau Minister, was meinen Sie über deutschen Schlager? Was ist Ihre Ansicht dazu? Den deutschen Schlager gibt es ja wohl nicht, ne? Das ist wahr. Aber hören Sie viel Musik? Ich habe im Auto mehr als genug Möglichkeiten, deutsche Musik zu hören. Und Sie mögen deutsche Musik? Ich brauche keine andere. Wunderbar. Okay. Sag mal, Peter, du hast aber damals nicht so viel, sehr viel von der deutschen Schlager gehalten, oder? Ich vom deutschen Schlager? Ja, ich meine, es gab da so einige Schwierigkeiten, die ich hatte mit einigen Texten und einigen Schlagern, das muss ich zugeben, ja. Also deine Freunde von Formel 1 haben ein paar von deinen giftigsten Ansagen zusammengeschnitten. Um Gottes Willen. Bei uns ist ja der deutsche Schlager so richtig wieder ausgebrochen, spätestens seit Andy Borg. Aber wir haben noch was viel Besseres für euch. Ich sehe die Mädchen schon reihenweise in Ohnmacht fallen. Von 0 auf 41 in Deutschland. Nino De Angelo, ich sterbe nicht nochmal und ich hoffe, ihr überlebt den Titel. Ja, ist ja alles super gut, ne? Ich glaube, in keinem Land der Erde haben sich so viele Grand Prix-Titel platziert wie in Deutschland. Die Deutschen wissen eben noch, was gut ist, nicht? Ja, ist ja alles super gut. Ja. Die Luft im Zimmer ist süß und schwer. Sie winkt mit den Händen. Komm nachher her. Bei solchen Texten, da wasche ich meine Hände wirklich in Unschuld. Aber Hauptsache, es reimt sich doch. Wunderbar, wunderbar, schön, schön. Das war Andy Borg. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Wenn sich diese Frage auf Texter und Komponist bezieht, kann ich nur sagen, ich will es lieber auch nicht wissen. Wunderbar, wunderbar, schön, schön. In Deutschland gibt es ja drei singende Herzensbrecher. Millionen Frauen leiden schon unter denen. Nino De Angelo, den haben wir aber nicht da. Andy Borg ist auch nicht da. Wer fehlt denn noch? Tommy Steiner mit. Wunderbar, wunderbar, schön, schön. Jetzt ist es endlich passiert. Die deutsche Schallplattenindustrie hat mich wegen bösartiger Ansagen hinter Gitter gesteckt. Gut, gut, super gut. Ja, ja, ist ja alles super gut, ne? Mein größter Wunsch war es ja immer, Heino mal in die Sendung zu bekommen. Das hat nun leider nie geklappt. Aber jetzt haben wir einen, der hat schon mal ein Lied für Heino geschrieben. Wer hätte das gedacht? Und auch für Roland Kaiser und für Bata Illich. Er heißt natürlich, wie heißt er? Scheiße, hab ich's vergessen. Ja, wie er heißt, weiß ich, den richtigen Namen habe ich nicht. Warte mal. Ja. In der Welt gibt es ja zwei Borgs. Bei dem einen, nämlich bei Björn, da greift man sofort zum Tennisschläger. Bei dem anderen, bei Andy, da legt man den lieber weg und fällt sich in die Arme. Gegen Andy Borg, da wirkt ja selbst Heino wirklich wie ein echter Rocker. Ja, ja! Ha, ha! Naja, war das nur so schlimm, Frank Farian? War es schlimm? Ich finde es teilweise sehr schlimm. Und ich habe 1976 aufgehört. Und solange es... Und solange es keine originellen Gruppen gibt wie Purple Schulz und Münchner Freiheit, Stefan Remmler, Rio Reiser, sieht es auch für den deutschen Schlager in Zukunft drüber aus. Ja. Okay, so, das war ein Statement von Ihnen. Ich meine, es hat sich auch gebessert, da kann man gar nichts wollen.